magischen Zahl. Was sind die römischen Zahlen? Das sind die Zahlen, die die Römer verwendet haben. Zum Beispiel, wollt ihr wissen, was das ist? Zuerst die Zacken. Was ist ein I? Ein I ist so wie eine 1. Dann gibt es ein V, das ist so wie eine 5. Ein X, das ist eine 10. Ein L, das ist eine 50. Ein C ist eine 100. Wartet. Ein D ist eine 500. Und ein M ist 1000. So, es gibt nachher noch drei Regeln. Als erstes, es dürfen nie mehr als drei gleiche Zeichen nebeneinander stehen. Und es stehen immer die größeren Zahlen immer weiter links von den kleineren. Das sind eigentlich die zwei wichtigen Regeln. So, wie bilden wir jetzt eine Zahl? Spielen wir mal mit 26. Zuerst haben wir zwei Zehner, nehmen wir 20. Schreiben wir 2x. Dann haben wir eine 5, da ja 5 plus 1 ist 6, ein V. Und was ist nochmal das Zeichen für ein 1? Genau, ein I. XXVI ist 26. Was ist 43? Das ist ein wenig schwierig, denn hier kommt die dritte Regel ins Spiel. Man kann nicht schreiben XXXX, da man ja nicht vier gleiche Zahlen nebeneinander haben darf. Was macht man dann? Denn wenn eine Zahl vor einer anderen Zahl steht, wird diese Zahl abgezogen. Zum Beispiel ix. Da wird der Einser vom Zehner abgezogen. Das bedeutet, das ist 9. Wie schreibt man dann 40 an? XL, einfach 10 minus 50. Und iii für die drei Einser. So. Und noch eine dritte Aufgabe. 171. Habt ihr es? Also C, dann brauchen wir ein 50er, das ist L. Dann brauchen wir zwei Zehner für 20, das sind nachher 170 und 1. CLX, CLXXI. Jetzt machen wir das Ganze andersrum. So, habt ihr es? IX ist, haben wir vorher schon gesprochen, 9. LX, da sieht man die 60 nicht abziehen. 60 und 1 ist 61. CD, also die 100 von 500 abziehen, sind ja 400. 450, 455, 406 und